In diesem Video stelle ich dir eine Kaufempfehlung vor. Und zwar aus dem einen Grund, weil ich sehr zufrieden mit dieser Deckenlampe bin. Hi, Servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Lampe. Die Lampe ist aus Aluminium und Plastik, macht aber trotzdem einen hochwertigen Eindruck. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Im Jahre 2017 habe ich diese Deckenlampe gekauft und bin auch immer sehr zufrieden mit dem Teil. Es geht um die dimmbare Ultra Slim LED Deckenlampe, die der Energieeffizienzklasse A++ entspricht und 48 Watt verbraucht. Achtung, verbraucht. Warum sage ich verbraucht so deutlich? Ganz einfach. Weil die meisten die 48 Watt mit den alten Glühfadenlampen vergleichen. Nein, diese Lampe ist viel heller als früher die 48 Watt Lampen. Die Spannung von dieser Lampe beträgt zwischen 85 Volt bis 265 Volt. Die Größenmaße der Lampe betragen 65 cm Länge, 43 cm Breite und nur 10 cm Höhe. Das Gewicht beträgt 2,8 Kilo. Mit dabei im Lieferumfang ist eine Fernbedienung mit Batterien und Montagematerial. Fernbedienung. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand. Man kann mit einer Fernbedienung bis zu 4 Lampen zusammen oder einzeln steuern. Aber hauptsächlich stellt man zwischen Kaltweiß und Warmweiß sowie den Helligkeitsgrad stufenlos damit ein. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Lampe eine Memory-Funktion hat. Das heißt, wenn ich mal die Lampe auf meine Stimmung eingestellt habe, dann bleibt sie auch so. Ich kann die Lampe also ganz normal am Schalter ausschalten und wieder einschalten. Wenn ich die Lampe heller oder dunkler haben will, muss ich dann die Fernbedienung benutzen. Ich kann also morgens, wenn ich zu meiner Kaffeemaschine lauf ganz verschlafen den Schalter in der Küche bedienen, ohne nicht gleich einen hellen Stich in meine Augen zu bekommen. Das gefällt mir sehr gut und ist nicht bei allen Lampen so. Also auf die Memory-Funktion achten. Auch gefällt mir, dass die Lampe LED-Strips hat, die man eventuell austauschen kann, das eine nachhaltige Lösung ist. Jetzt zu der Helligkeit. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie beschreibt man Helligkeit ohne Zahlen. Ich kann die Lampe von Kerzenschein bis zu der Helligkeit, die am Tage draußen herrscht, regulieren. Wüsste ich nicht, dass die Küche eine Decke hat, würde ich meinen, die Küche steht im Garten. Zur Montage. Dadurch, dass die Lampe sehr leicht ist, ist eine Montage alleine möglich und sehr einfach. Die Lampe kann an die Decke oder an die Wand montiert werden. Für Badezimmer und Co. ist die Lampe nicht geeignet. Das mitgelieferte Montagematerial ist ausreichend, finde ich. Ein zusätzlicher Transformator ist nicht nötig. Also alles dabei. Geräuschepegel. Also meine Lampe summt 0,0 und so soll es auch sein. So, und das war's schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich für ein Abo von dir freuen. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar von dir unterhalb des Videos und einen Daumen. Tschüss, Ade und ciao, ciao.